Guten Morgen. Meine Stimme ist noch gar nicht da. So, die Sachen sind gepackt und wir fahren jetzt zum World Fitness Day nach Frankfurt. Ich warte jetzt gerade noch auf den Paul. Und ja, dann geht's los. Wir haben jetzt 6:30. Echt ein bisschen früh. Also einmal mein Outfit. Und zwar, ich weiß nicht, ob das jetzt scharf wird. Das ist einmal die Hose von Andanola. Und das ist der Pulli von Naked. Ich bin bereit. Wir sind jetzt angekommen. Ein bisschen Proviant dabei, ein bisschen Oreo, Schlümpfe. Und wir checken jetzt mal die Lage. So, wir sind jetzt auf dem Gelände. Wir gehen gleich rein. Nehmen alles Free Food mit, was geht, ne? Natürlich. Muss sein. Und, wir sind gar nicht drauf wieder. Ich krieg das irgendwie, das ist nicht so mein Ding. Das Bloggen ist so neu für mich. Ich glaube hier, oder? Innenraum. Ich glaube, wir müssen hier rein. Mal gucken. Wir sind doch schon drin. Gehört aber schon zum Gelände, ja. Hey Leute, wir sind drin. Also ich grüße meine Mom,
meine Schwester, meine Oma. Und seine Mutter. Und seine Mutter. Yongxi Huang Kang Qing Kang Ka. Kang 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 Ka. Bitte, Johanna, bitte schneid das rein. Danke. Gerade rausgehen, weil meine Mama wollte telefonieren. Wie ihr sehen konntet, habe ich ja diese Fotos mit den Schuhen gemacht, den Puma-Schuhen. Ich musste mir die direkt kaufen, als ich hier die kommen dann die nächsten Tage bei mir an und ich freue mich so. Ich glaube, ich habe noch nie so schnell Schuhe gekauft. Ich muss mal kurz einen schattiges Platz suchen, wo ich aufnehmen kann. Und ja, voll viele haben mich ja gefragt, wo hier mein Outfit ist. Und das ist von Ada Lola. Ich verlinke euch das mal. Und es war so lustig. Ich habe da so ein paar Fotos gemacht, also einer der Mitbewohner hat Fotos von mir gemacht und es war so, keine Ahnung, es gucken ja immer dann alle Leute, das war schon ein bisschen komisch. Aber voll süß, da kamen ein paar Mädels und meinten voll oft, dass das Outfit voll cool ist und das, keine Ahnung, da freut man sich irgendwie voll, weil ich finde eh, wenn man jemanden Komplimente gibt, persönlich, das ist voll was Besonderes und ich finde es auf jeden Fall immer cool. Und ich fand es total cool, dass die zwei Mädels, die die Karten von mir gewonnen haben, zu mir gekommen sind und generell, dass man so viele Leute trifft. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß, wenn ihr auch da wart. Und wenn nicht, dann müsst ihr auf jeden Fall nächstes Jahr vorbeikommen, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Bis dann, ciao!